Ja, also wir wollten gern irgendwas, was halt im Gedächtnis bleibt, wollten aber ungern was Deutsches und haben dann so gesagt, ja, was ist denn eigentlich so die Intention, wenn man immer durch so einen Laden geht, was man nicht alltäglich sieht, dann hört man eben ständig, oh, es ist schön, oh, das ist aber hübsch, oh, wie süß. Und da sind wir auf Niederländisch gekommen, da heißt es eben Mooi und das bedeutet hübsch, schön. Also die Idee war eigentlich halt, ja, erstmal natürlich einen Namen zu finden, der kurz und bündig ist, den man sich gut merken kann, aber noch besser zu merken ist natürlich ein Symbol oder irgendwas, was man damit verknüpft mit dem Geschäft. Und ja, wir wollten halt irgendein Tier haben und tja, da haben wir überlegt, welches Tier vergisst auf jeden Fall nicht. Und das ist auf jeden Fall der Elefant so. Und ja, bis jetzt haben alle gesagt, oh, der ist so süß. Und oh, ich weiß immer, wenn der kleine Elefant, das ist halt Moi. Und ja, da haben wir einfach dran festgehalten so, und sind sehr zufrieden mit der Wahl auf jeden Fall. Den Laden gibt es jetzt 1 Jahr und 7 Monate genau. Und wir waren vorher beide beste Freundinnen und haben uns in der Bank kennengelernt, weil wir in der Bank gearbeitet haben. Ja, haben uns da gefunden auf einem Betriebsausflug und da waren schon so die ersten zarten Bande geknüpft. Und das ist ein Concept Store halt, eine Kombination aus Kleidung und Dekoration. Und das war für uns halt das, was noch so in Rostock fehlte. Unser Konzept ist halt, dass man sich hier wohlfühlen soll und dass man halt reinkommt und dass es wie so ein Wohnzimmer bei einem Freund einer Freundin ist. Wir hören das immer noch gern, auch nach fast 2 Jahren, wenn die Kunden sagen, dass es ein schöner Laden ist. Das geht immer noch runter wie Öl, wie Auf man so jeden schön Fall, sagt. ja. Und es wird wirklich gut angenommen. Wir können uns wirklich nicht beschweren. Wir freuen uns auch total, weil für uns war es ja auch ein Experiment, ein Sprung ins kalte Wasser quasi. Wir wussten das ja vorher auch nicht. Wäre schön, wenn man in die Glaskugel gucken könnte, aber wir wussten vorher auch nicht, ob es gut angenommen wird. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch umso mehr. Das Wichtigste ist für uns, dass halt die Nähe zum Kunden einfach da ist, dass die Kunden sich sofort wohlfühlen, sobald sie unseren Laden betreten und halt einfach auch, wenn sie alleine mal shoppen gehen, das Gefühl haben, sie haben eine oder halt zwei Freundinnen, die sie dann auch beraten und nicht irgendwie sich verloren vorkommen und nicht irgendjemand sind in unserem Geschäft, sondern halt einfach, ja, der Kunde zählt und das ist wichtig für uns. Also wir versuchen natürlich auch immer Sachen auszusuchen, die man eben nicht in jedem Geschäft bekommt und dass man hier auch noch mal was anderes findet, was es nicht an jeder Ecke gibt. Machen halt einfach unseren Traum, also leben wir zusammen, das ist Richtig, das, es was ist Spaß macht, einfach so. unser Also Traum. Das fängt morgens an, wenn wir hier, ich glaube, da können gar nicht für uns beide sprechen, wenn wir morgens mit dem Fahrrad ankommen und sehen das Lädchen, dann geht uns schon das Herz auf. ja. Wir suchen total gern die Sachen aus. Wir freuen uns, wenn das Paket hier ankommt und wir das auspacken können. Und wir freuen uns dann noch mehr, wenn der erste Kunde mit Herzchen in den Augen davor steht und sagt, oh, das möchte ich gern haben. Also es ist wirklich das Gesamtpaket. Wenn euch dieser kleine Einblick in den Laden neugierig gemacht haben sollte, dann schaut doch gerne mal in der Kistenmacherstraße 19 vorbei und stöbert ein bisschen durch die Regale. MV Uncut wünscht viel Spaß beim Einkaufen.